Hallo Reiterkollegen, es freut mich, euch auf unserer Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Heute wieder mit Dream of Desperado. Was werden wir heute sehen? In dem heutigen Video betrachten wir aufbauend auf diagonale Hilfengebung, auf dieses mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel reiten, mit dem Durchlässigkeit erarbeiten, auch die Arbeit über Stangen, damit wir mit den Pferden immer wieder mal auch eine Abwechslung reinbekommen, beziehungsweise wurde ich auch angeschrieben und gefragt, welche Übungen können wir denn mit Pferden machen, wo wir Dressurpferde, so wie Dream of Desperado, für uns Despo, in der Dressurarbeit immer wieder mal eine Abwechslung reinbringen können. Heute werden wir das betrachten im Sinne von, worauf müssen wir achten, was ist hier alles wichtig, was bedeutet diese Durchlässigkeit, und wie können wir mit Pferden diese konstante Anlehnung an den Außenzügel auch über Stangen erhalten? Wie verhält sich der Reiter da und welche Möglichkeiten habe ich, um es dem Pferd beizubringen? Ich habe Despo gerade erst losgeritten, das heißt, ich bin gerade erst aufgesessen. Ihr seht auch hier noch, Despo ist noch nicht so locker, er drückt auch immer wieder mal so leicht dagegen, dann geht er wieder ganz entspannt. Er lässt sich dann wieder fallen. Worauf achte ich jetzt bei der Lösungsphase? Ich nehme euch hier in diesem Video wirklich ganz mit im Sinne von, das erste ist diese Basis. Wie gesagt, das haben wir angesprochen. Seht euch das Video mit diagonaler Hilfengebung an. Die Basis ist beide Zügel dran, tief sitzen, beide Beine dran. Denn dann spüre ich mal, okay, wie ist er heute drauf? Biegt er sich? Geht er gleichmäßig? Was ist heute seine bessere Seite, seine eher noch ein bisschen festere Seite oder ist auf beiden Seiten ganz gleich locker von Beginn an? Das hängt auch von dem Training, was ich gestern gemacht habe, ab. Also hier müsst ihr schon ein bisschen ein Gefühl für die Pferde entwickeln, damit ihr das spüren lernt. Und dann geht es jedoch schon los. Wenn ich sage, ich habe beide Hände dran, dann ist das Erste, was ich jetzt mache, ich fixiere mit der inneren Wade das Hinterbein. Hier hat ein Mitglied die Frage geschrieben, dieses mit dem inneren Bein an den Außenzügel reiten und auch mit dem inneren Bein, das innere Hinterbein nach vorne arbeiten, ob das das Gleiche ist oder ob da ein Unterschied ist. Grundsätzlich haben wir mehrere Möglichkeiten mit unseren Hilfen. Das heißt, wenn ich jetzt mit der inneren Wade einfach mal nur das innere Hinterbein aktiviere, stelle ich mir vor, wie er mit diesem inneren Hinterbein geradeaus geht. So, das Gleiche mache ich. Wendung, wieder geradeaus. Immer auf der gedachten Linie soll das innere Hinterbein entsprechend dem Radius der Wendung nach vorne treten. Meine äußere Wade treibt hier leicht mit und das ist aber nur, um die Linie zu halten. Das kann ich auch machen, wenn das Pferd unter mir komplett gerade ist, also gar nicht gebogen. Und wenn ich ein Pferd, zum Beispiel, das auf einer Seite hohl ist, arbeite, muss ich genauso schon fähig sein, mit dem inneren Bein das Hinterbein auf der gedachten Linie vorwärts zu reiten. Wäre das Pferd jetzt, und jetzt kommen wir in die Arbeit von heute, und das ist auch die Antwort darauf, schon mit der Hinterhand auf der Linie habe ich jetzt die Möglichkeit, einerseits das innere Hinterbein weiter nach vorne auf der gedachten Linie zu reiten und dann zusätzlich mit der inneren Wade die Rippen leicht anzunähern, damit sich das Pferd unter mir an den äußeren Zügel dehnt. Und das ist ja hier die Herausforderung. Das heißt jetzt noch einmal, die innere Wade am Gurt hat den Sinn, das innere Hinterbein zu fixieren. Jetzt wechsle ich, jetzt linke Wade und nun biegt er sich in der Rippe. Das Hinterbein geht immer noch auf der gedachten Linie vor. Ich bekomme außen die Anlehnung und so kann ich ihn arbeiten. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Die Hilfengebung ist die gleiche, das heißt, ich habe hier immer noch das innere Bein am Gurt, jedoch ist die Wirkung ein bisschen anders. Einerseits aktiviere ich das innere Hinterbein, gemeinsam mit dem Kreuz reite ich vor und auf der anderen Seite das innere Bein, bis sich das Pferd hier leicht biegt. Hier kommt auch ein minimal biegender Sitz dazu, dann versteht das Pferd dieses Annähern der Rippen, das Dehnen an den Außenzügel. Das ist eine Kombination aus biegendem Sitz mit der inneren Wade, damit er sich an den Außenzügel dehnt. Und das können wir dann natürlich auch über Stangen machen. Das mache ich jetzt zu Beginn noch nicht. Warum? Weil ich das Pferd zuerst noch warm reite. Warm reiten bedeutet immer, Muskeln werden warm, Sehnen werden warm,
Das Pferd kann sich mit der Körperkerntemperatur einmal so ein bisschen aufwärmen. Das ist genau gleich wie bei uns Menschen. Wenn ihr euch aufwärmt, dann wird euch warm. Ihr beginnt vielleicht auch schon zum Schwitzen. Das heißt, die Körperkerntemperatur ist höher. Dadurch wird auch das Blut wärmer. Das Herz pumpt das warme Blut nach außen an die Körperoberfläche und dadurch kühlt das Pferd das Blut wieder ab. Das nennt man Thermoregulierung. Und das wäre zum Beispiel, wenn beim Pferd die Adern herauskommen, dann öffnen sich die Gefäße, dass das Blut näher an die Oberfläche kommt zum Abkühlen. Und das ist natürlich hier jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es zurzeit ist es ja sehr warm bei uns, immer so um die 30 Grad. Da geht es dann darum, wenn es außen noch einmal wärmer ist und das Pferd möchte das warme Blut abkühlen und transportiert es nach außen und dann wird es aber außen noch einmal wärmer und kommt dann wieder zurück, dann ist das eine Gefahr für die Pferde, weil sie sich nicht mehr abkühlen können. Im Normalfall wäre es so, Blut wird raustransportiert, an der Oberfläche abgekühlt. Wenn es zu wenig abgekühlt wird, dann kommt auch noch der Schweiß dazu. Der Schweiß unterstützt die Abkühlung und dann kommt das kühlere Blut dazu. Wenn es aber so extrem warm ist, dass man sagt, okay, außen kann es nicht mehr abkühlen, dann ist es eure Aufgabe, es einzuschätzen, wie viel ihr an diesen Tagen mit den Pferden arbeiten dürft. Ich habe nun Despo schon etwas im Trab geritten, kurz galoppiert, damit das Video nicht zu lang wird. Nehme ich aber jetzt dennoch gleich mit und zwar, worauf achte ich hier bei der Lösungsphase bzw. beim Warmreiten? Wiederum, Basis. Basis bedeutet, Hinterbeine eingerahmt, das innere Hinterbein auf der gedachten Linie schön nach vorne, dann tief sitzen. Und immer an die Hand nach vorne diesen Zug erarbeiten. Bedeutet, egal ob ich jetzt hier diagonal rüberreite, bleibt die linke Seite immer noch die innere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und erst jetzt ist das Umstellen. Das wirklich so erhalten. So lange dem Pferd zeigen, wo innen ist, bis ihr Hand wechselt. Hier auf der rechten Hand auch wieder, rechtes Hinterbein fixieren. Schulter leicht nach innen reiten. Und jetzt haben wir einen wichtigen Punkt fürs Stangenreiten. Wenn ein Pferd, Despo ist ja hier in der Balance, ich könnte ihn auch noch einmal ein bisschen mehr abfangen, dann seht ihr, er bleibt mehr da. Ich komme wieder zum Loslassen, er bleibt im Tempo. Das heißt, er ist in Bewegungsrichtung ausbalanciert. Wenn das ist, kann ich auch über Stangen reiten. Wenn ihr hier ein Pferd habt, und das ist ein wichtiger Punkt, das noch davonläuft, dann arbeitet nicht über Stangen, sondern arbeitet an der Basis, dass diese Pferde zuerst mal unter euch ins Gleichgewicht kommen. Gleichgewicht bedeutet Balance in Bewegungsrichtung, also das Pferd bleibt da, und auch seitliche Balance. Das Pferd fällt nicht mehr über die Schulter, oder weicht mit der Hinterhand aus, sondern geht unter euch gerade. Bei der seitlichen Balance, das könnt ihr auch noch, wenn ihr schon über Stangen reitet, weiterüben, würde ich jetzt nicht so als großen Fehler sehen, denn sonst würde keiner mehr Stangen reiten, wenn nur mehr alle, die Pferde absolut im Gleichgewicht hätten, Stangen reiten. Was ich jedoch gar nicht gut finde, ist, wenn Pferde davonlaufen und der Reiter reitet bereits über Stangen. Warum ist das? Und zwar, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wissen ja mittlerweile, das habe ich auch in S10 und S11 angesprochen, in der Springserie, da haben wir auch mit Dressursattel die Übungen gemacht, mit Fürst Finn. Und es geht darum, dass die Pferde Propriozeptoren und Muskelspindel haben, die dem Pferd zeigen, wo im Raum die Beine sind. Und wenn ich jetzt hier über diese Stange reite und ich reite hier das Pferd an den Hilfen weiter, dann kann er, wenn ich ganz gleichmäßig weiterreite, seine Beine zuordnen. Hier die Wendung und wieder gerade über die Stange. Ich halte ihn nur in der Balance, er kann seine Beine zuordnen. Auch wenn es hier klackert, überhaupt kein Problem. Wichtig, ich reite immer noch ganz gleichmäßig drüber. Und nun hat er die Möglichkeit, es einschätzen zu lernen. Und schon war er nicht mehr an der Stange.
dann kann ich auch hier rüber an den neuen äußeren Zügel. Und da habt ihr sofort den Fehler gesehen. Ich habe ihn nur ums neue innere Bein an den neuen äußeren Zügel geritten und schon hat er sich nicht mehr auf die Stange konzentriert und ist schon drüber gestolpert. Ganz wichtig, das können Pferde hier lernen. Das heißt, dass sie unsere Hilfengebung wahrnehmen, dass sie darauf reagieren und dann im nächsten Moment aber trotzdem auf die Stangen achten. Wir machen das hier jetzt gleich noch einmal. Ich reite hier, jetzt mache ich es leichter. Und zwar früher fertig werden, jetzt gerade machen, biegen, dann hat er länger Zeit. Das heißt, wieder ein wichtiger Tipp, wir sehen es dann auch im Trab und natürlich auch im Galopp. Wenn ich zur Stange hinreite und ich gebe dem Pferd mehr Zeit, ich mache das jetzt mal außen herum, beim ersten Mal bin ich hingeritten und habe ihn über der Stange gebogen, wie wenn ich eine Volte links, Volte rechts über die Stange reiten würde. Da hatte er noch das Problem, dass er nicht aufgepasst hat. Wenn ich ihn hier jetzt gerade habe, jetzt ums rechte Bein biege, kommt er nicht mehr an. Warum? Weil er sich vorher schon darauf einstellt, wo es dann hingeht. Wenn ich jetzt, und das Despo kennt das natürlich, wenn ich hier jetzt jedoch nur die Volte reite, so ein bisschen ein Osterei, hier nur minimal gerade, und jetzt beginne ich mit der neuen Biegung, jetzt hat er dennoch schon aufgepasst. Wichtig, ich ziehe da nicht am Zügel zurück, und jetzt sind wir wieder bei der diagonalen Hilfengebung, ich reite das Pferd mit dem neuen äußeren Bein, neuen äußeren Wade, an den neuen äußeren Schenkel, und zwar so, ab jetzt, dass er sich an den linken Zügel dehnen kann. Und das ist hier die Herausforderung beim Handwechseln über die Stangen. Falsch wäre, das zeige ich jetzt nicht, weil es mir zu schade ist um das Pferd, aber ich deute es für euch an, wenn ich hier hinreite und jetzt sage, und jetzt will ich links rum und würde hier anziehen, außen sitzen und das Pferd fällt dann einfach nur so um und ich würde hier retour wirken mit der Hand. Beim Zurückziehen blockiert die gesamte der ganz gesamte Bewegungsapparat und Despo würde nicht mehr wissen, was er tun soll. Ich reite jetzt gleich im Trab die Linien, nehme euch gleich weiter mit. Das kann ich ausgesessen oder im Leichttraben, ich mache es jetzt im Leichttraben, geradeaus und beginne einfach mal an der langen Seite mit den beiden Stangen. Dressurmäßiges Reiten bedeutet, ich habe hier eine Linie im Kopf und die möchte ich halten. Und diese Linie, die ich im Kopf habe, reite ich mit meinen Hilfen, mit denen ich auch in der Dressur das Pferd arbeite. So, und jetzt wieder eine Wendung. Gerade, und dann kann ich hier wieder Wendung und kann die Linie auch gleich wieder runterreiten. Aufgabenstellung ist das Gerade halten. Einfach nur gerade reiten. Wendung, jetzt reite ich außen vorbei und nun kommt dieses Wechseln. Hier reite ich Wendung, so dass er gerade wird. Sitze ich hier um, biege ihn an den neuen äußeren Zügel, komme innen zum Loslassen und er hat kein Thema mit dem Drübertraben. Die Kriterien erkläre ich gleich im Anschluss noch einmal. Wendung, für uns wichtig, wir reiten auf der Linie so, dass das Pferd genau weiß, wo es lang geht. Also nicht im letzten Moment irgendwo den Kopf rumziehen oder ohne dem Pferd zu zeigen, wo es hingehen soll, plötzlich rüberreißen über eine Stange drüber, dass das Pferd das nicht mehr einschätzen kann, sondern so wie mit Despo hier, ganz locker und zufrieden, gleichmäßig am Traben. Hier wieder über die Stange am Zirkel bleibend. Und ihr merkt, er ignoriert die Stange körperlich. Und das ist jetzt wieder ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mit ihm hier so trabe, bleibt er an den Hilfen, achtet auf meine Hilfen, sieht auf die Stange, baut die Stange ein und bleibt aber dennoch an den Hilfen. Und das ist jetzt für euch ganz wichtig, wenn ihr Stangentraining macht. Seid ihr in dem Moment, wo das Pferd über die Stange geht, immer noch gleich wichtig oder
ignoriert euch das Pferd, zieht einfach nur auf die Stange und in dem Moment, wo es auf die Stange sieht, habe ich dann das Problem, dass das Pferd losläuft, losschießt oder sonstiges macht. Was ist jetzt gerade gewesen? Ich bin hier mit der Gerte leicht gekommen, Despo ist leicht nach vorne gelaufen und ich habe das aber angenommen. Warum? Weil es mein Fehler war. Ich wollte einfach das neue innere Hinterbein etwas mehr aktivieren, habe dadurch Despo leicht durcheinander gebracht. Er wusste nicht mehr, was er tun soll, ist einfach angaloppiert und dafür strafe ich ihn nicht. Es war mein Fehler, also nehme ich es einfach an. Bin weiter galoppiert und somit ist es für ihn nicht so schlimm, als wenn er angaloppiert und ich reiße an und sage, das darf er nicht, weil ja ich die Ursache war. Wie gesagt, Fehler war innen die Gerte, er darf auf die Gerte nicht angaloppieren, keine Frage. Aber dazu muss ich ihm auch zeigen, Junge, bleib da, jetzt wenn ich mit der Gerte komme, ist alles gut. Brava. Geradeaus. Und nun eine weitere Linie, und zwar reite ich die im Aussitzen, hier über die Stange, leicht gebogen, über diese Stange, nun gebogen, hier gerade an den linken Zügel vor, Stange. Ihr seht, Despo geht hier an den Hilfen weiter. Einfach nur an den Hilfen. Wieder gebogen, gerade, gebogen und gerade. Das ist dressurmäßige Arbeit. Das könnt ihr mit Springpferden, Vielseitigkeitspferden, mit allen machen. Auch mit euren Dressurpferden, hier mache ich jetzt Galopp, das gleiche Prinzip im Galopp. Tief sitzend, zuerst mal einfach nur an die Hand bekommen, bedeutet wieder diagonale Hilfengebung, aktivieren im Hinterbein, vor dem Schenkel, Dehnung an die Hand und gleichmäßig im Tempo. Linie, Gangart, Tempo. Und nun galoppiere ich einfach mal die zwei Stangen runter. Ja, einfach nur galoppieren. Die Stangen liegen hier auf 28, auf 24 Meter. Einfach nur 24 Meter. Hier ist einmal umgesprungen. Dann wieder und auf das, darum gehen wir gleich wieder ein. Worauf wir achten, wenn wir über Stangen reiten und Pferde wechseln. Es geht hier um das links gebogen halten. Kann ich ihn links gebogen halten, mit der linken Wade an den rechten Zügel reiten, dann wechselt er nicht. Hier auch wieder. Linke Wade muss treiben, dann wechselt er nicht. Warum hat er aber gerade gewechselt? Weil ich einen Fehler gemacht habe. Also ihr merkt, jeder Reiter macht Fehler. Nicht nur ihr, auch Profis. Und je genauer ihr hinseht, umso öfter seht ihr das. Und das ist auch mit ein Grund, warum Profis selten blöd über andere reden, weil die selber wissen, wie dünn das Eis ist, richtig zu reiten. Nur die, die nicht wissen, was alles falsch laufen kann, haben eine große Klappe. Also, auch hier, linke Wade, rechter Zügel wenden, am Reiten sein. Vollkommen egal, welche Distanz ich da habe, ich bleibe nur am Reiten. Und nun, kurz Trab, jetzt erkläre ich euch meinen Fehler, der mir gerade passiert ist. Schritt, wie gesagt, es ist sehr warm bei uns, also immer wieder mal Pause machen. Der Fehler, der mir gerade passiert ist, ich mache es jetzt von oben runter, ich bin ja über die grüne Stange, hat er mir gewechselt, jetzt zeige ich es euch über die orange. Wenn ich aus der Wendung komme, und das ist hier ganz wichtig, dann komme ich ja mit dem linken Bein an den rechten Zügel geradeaus geritten, sprich diagonale Hilfengebung. Was ist mir aber passiert? Ich habe etwas zu spät mit der linken Wade geradeaus geritten. Dadurch war er mit der Schulter schon etwas mehr links, also so, über die Stange und ich habe mit der rechten Hand aufgemacht. Und das ist schon der Auslöser zum Wechseln in den Rechtsgalopp. Und das muss euch klar sein. Das heißt, wenn ich hier eine Wendung reite und ich würde überreiten, überreiten, überreiten und jetzt gehe ich mit der Hand darüber, kann der genauso gut, jetzt geht es rechts rum. Das muss euch klar sein.
Also immer rechtzeitig, wenn ihr auf eine Stange oder auch beim Linienreiten in der Dressur geradeaus reiten möchtet, müsst ihr mit der inneren Wade an den äußeren Zügeln nach vorne arbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sehr vielen Anfängern, Einsteigern, aber auch Fortgeschrittenen immer wieder passiert, dass sie dann im letzten Moment, ich zeige es euch nochmal auf euch zu, und das ist für Pferde wahnsinnig schwer, das zuzuordnen, wenn sie da auf so eine Stange oder wäre das ein Sprung, ist es ja nochmal schlimmer, dann plötzlich mit den Händen so beginnen. Und ihr seht sofort, was mit Despo passiert, wenn ich hier mit der Hand so hin und her korrigiere, der hat keine Chance drüber zu gehen. Also immer mit aller Ruhe, gerade hin, die Hände ruhig und das Ziel ist, diagonale Hilfengebung mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel zu reiten. Hier machen wir gleich wieder Galopp rechts, wieder das lockere Antraben, angaloppieren. Im Prinzip mache ich reine Dressurarbeit. Auch hier die Wendung, wie wenn ich aus der Mitte gehen würde, nur halt auf der Viertellinie. Auch diese Distanz passt nicht, da bleibe ich nur ruhig. Und ihr seht, Despo ärgert sich, ich bleibe wieder ruhig und so lernt er dazu. Auch das wichtig, bleibt überzeugt. Hier die Wendung, wieder gleiche Distanz. Jetzt hat er sich schon mal kurz gemacht. Ich bleibe, 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 bleibe. Oh, jetzt passt das ganz genau. Gerade halten, wieder Wendung und das gerade Ausreiten beginnt jetzt. Und das ist hier wichtig. Mal kurz Pause. Nun geht es weiter nach der Pause, nach dem Abmisten, sonst kann ich nicht auf dieser Linie reiten. Noch einmal. Hier ein Tipp für Springreiter. Ihr könnt hier das Zählen üben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Galoppsprünge reite ich hier bei den 24 Metern. Hier rüben, das liegt gleich. Jetzt werde ich ein bisschen kürzer reinkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist etwas, das könnt ihr üben. Immer im gleichen Rhythmus reiten. Hergaloppieren. Ab jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So lernt ihr Rhythmus reiten. Davor und nach der Stange ist es wichtig, dass ihr ganz gleich reitet. Dann hier das Wechseln. Über die Stange, gerade machen, wechseln, das gleiche auf der linken Hand, auch noch einmal. Und hier könntet ihr dann alle Stangen kombinieren, wie ihr es gerne machen möchtet. Auch hier wieder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weiterreiten. Und hier auch noch einmal, schön durchgaloppieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wieder gerade weiter. Also die Kriterien sind hier, vor allem auch beim Handwechseln, hier gibt es ganz ein eigenes, wenn Pferde die Wechsel noch nicht können, dann ist es hier auch ganz wichtig, hierher reiten. Hier ist ein beim fliegenden Wechsellernen, da mache ich jetzt gleich im Anschluss ein Video für Mitglieder, sonst wird das alles zu lang, worauf ihr hier achten müsst. Vor allem, wenn ihr es mit Dressurpferden reitet, kann hier natürlich ein Fehler passieren, der euch niemals passieren darf. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt gleich im Anschluss für Mitglieder. Für alle anderen übt genau diese Linien und abonniert den Kanal. Ich werde nämlich weiterhin Übungen machen, wie auch hier. Was kann ich noch alles kombinieren? Wie zum Beispiel, wenn ich hier gebogene Linie über diese Stange, gebogene Linie, über diese Stange, wieder gebogene Linie, hier gleich gebogene Linie weiter. Also ihr habt hier schon Möglichkeiten, das werde ich euch alles noch zeigen. Wie gesagt, ihr braucht nur den Kanal abonnieren, dann versäumt ihr kein Video mehr. Am Ende die Pferde immer leicht dehnen lassen, lang werden lassen. Hier mal kurz mit der Gerte touchiert, seht ihr, wie Despo reagiert. Mitglieder haben dann natürlich, so wie auf das mit dem fliegenden Wechsel, Zugriff auf noch zusätzliche Videos. Also wir nehmen hier den Abonnenten nichts weg, sondern das sind einfach noch einmal
zusätzliche Videos, die von unserer Seite auch als Wertschätzung für die Mitglieder, weil sie uns finanziell unterstützen, zur Verfügung gestellt werden. Und ich freue mich, wenn sich der eine oder andere ebenfalls als Mitglied anmeldet. Hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, mental Tipps zu bekommen, wie ihr das alles üben könnt und wie ihr dann noch einmal sicherer und noch einmal mit mehr Vertrauen in der Beziehung Reiter-Pferd arbeiten könnt. In diesem Sinne viel Spaß beim Lernen.